Hallo, ich bin Martin von D20 Sounds und ich bin Komponist der Gaming-Atmosphären von der neuen Edition von No Return vom Rollenspiel. Im Laufe der Produktion dieser Musik ist ein Song entstanden für das Crowdfunding von No Return und um diesen Song geht es in diesem Video. I tried to find a kindred soul to heal the wound to make me whole. Der Song wurde inspiriert durch Flair. Flair ist ein Charakter aus dem Hörspiel von Steff Z. Und Steff Z hat euch selbst was dazu zu erzählen, wer Flair ist. Flair wurde in einem Labor gezeugt, dem sogenannten Institut, von einem größenwahnsinnigen Wissenschaftler namens Pierre Baumann. Und alles, was sie will, ist letztlich einfach nur zu finden, wo sie herkommt. Eine weitere tolle Inspiration war das wahnsinnige Bild von Shiraki, was ihr hier im Hintergrund seht und was ihr am Ende des Videos nochmal zu sehen bekommt. Was ist eigentlich No Return? Das erzählt euch jetzt der Erfinder des Spiels selbst, Money von Manifest Games. Ein düsteres Endzeit-Rollenspiel, was jetzt in die zweite Edition geht. Angelehnt an Klassikern wie George Orwells 1984, Ghost in the Shell und Mad Max erlebt man gemeinsam in dieser zerstörten Welt Abenteuer, in denen man nicht unbedingt die Helden spielt. Das Besondere am No Return Crowdfunding war, dass es einen regen Austausch zwischen allen beteiligten Künstlern gab und dass jeder versucht hat, sein Bestes zu geben. Und deswegen war es eine besondere Freude und total motivierend, dabei zu sein. Tini hat sehr emotional gesungen, hat das ganze Stück auf ein neues Level gebracht und hat extrem professionell und schnell gearbeitet hier und tolle Harmonien auch noch gesungen. Ich liebe ja Kooperationen und mit Martin zusammen etwas anderes machen zu können als Folk, so einen guten Rocksong, war einfach großartig. Außerdem hatte sie noch ein paar tolle Ideen, um den Text noch zu verfeinern und die sind natürlich auch in den Song eingeflossen. Ich möchte allen Beteiligten für ihre Motivation und Inspiration danken. Ohne euch wäre der Song nicht so geworden, wie er jetzt ist. Danke. Ich hoffe, Manni und euch gefällt der Song. Und vielleicht gibt es ja auch von mir und Martin noch mal mehr bei Gelegenheit. Alle Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim Crowdfunding dabei seid, aber auch, wenn ihr diesen Song auf euren bevorzugten Streaming-Plattformen hört oder vielleicht mit euren Freunden teilt, wenn er euch gefällt.